Moin Moin Klo, herzlich willkommen zur SimCity. Wir sind heute am Multiplayer-Montag mal da. Nein, was heißt mal, es ist der erste Multiplayer-Montag. Und ich hoffe, es gefällt euch. Heute wird es auch noch Guild Wars geben, hoffe ich zumindest. Und ja, wir schauen uns jetzt einfach mal nach einem neuen Gebiet hier um. Jens, ich zieh mit um. Bauprojekt Solaranlage braucht mehr Prozessoren. Ja, und fickt euch. So, schauen wir mal hier hinten. Jens wollte ja gerne etwas reicheres Gebiet, dann lasse ich ihm mal Bambeck. Adrian wollte Hohenburg. Ich werde dann wahrscheinlich die Straußburg-Insel nehmen. Da gibt es immerhin viel Wasser. Jens, was nimmst du denn? Schau ich mir noch später an. Ich muss gerade erstmal Bonn wieder reparieren. Alles klar, dann nehme ich jetzt die Straußburg-Inseln. Da gibt es nämlich Bahn, Wasser und Luft. Moment, Luft. Luft gibt es überall. Aber Bahn und Wasser. Also hier Seeanbindung und so. Und wenn der Wind jetzt optimal steht, dann ist das optimal und sonst ist das Kacke. Ja, das ist nämlich genauso, wie ich es nicht haben wollte. Ich wollte nämlich hier oben eigentlich das Wohngebiet dann hinklatschen. Aber gut. Müssen wir mal schauen, wie wir das hier hinkriegen. Erstmal gerade die Linien aus. Eine ausreichende das Wort kann auch keiner lesen. Was ist los? Ich brauche eine ausreichende Nivonilierung oder so ähnlich. Ich kann es wirklich nicht aussprechen. Das für ausreichende Schlag mich tot. Ja, genau die. Cool. So, hier erstmal so richtig fett und so, ne? Jetzt kriege ich erstmal wieder tausende Meldungen wegen den ganzen Dingsbums und so. Wegen den ganzen Abteilungen. Ich hätte das ja schon irgendwie ein bisschen 90 Grad mäßiger, aber so geht's natürlich auch. Muss ich nur gucken, dass ich das hier drüben auch so hinbekomme. Erstmal die gerade Straße wieder ziehen. So. Ach, ich hätte Shift drücken müssen. Naja. So, sieht doch so gut wie gar nicht gerade aus. Das sieht kacke aus. Fast 500 Verbrecher schon, ne? Ehrlich. In deiner neuen Stadt? Meiner alten. Moment, Shift oder... Nee, Shift war das. Im Prinzip kann ich die Straße... Ne, kann ich auch so laufen lassen. Oder ich nehme einfach das Kurventool. Ne, das sieht dann noch behinderter aus. Also dann doch lieber den Bogen. So und so. Jetzt sieht es doch einigermaßen gut aus. Solaranlage freigeschaltet. Ja, wundervoll. Ist das nicht toll? Und eine Tourismusabteilung haben wir auch noch. Was ist los? Eine Tourismusabteilung haben wir auch noch. Heute wird's richtig Premium, ne? Ja. Alles so ultra geil hier. Jetzt brauche ich aber doch mal die Linien. Die werden mir natürlich einfach mal richtig fail angezeigt. Überlappung der Straßen. Eigentlich wollte ich ja nicht in diesem Blocksystem, obwohl das hier sollen Wohnhäuser werden, von daher halb so wild. Hier dann einmal so. Industriestadt wollten wir aufbauen, ne? Ja, hatte ich jetzt vor. So, jetzt nehme ich erstmal den ersten Kredit hier auf.
Ding Dong. Weisen Sie Wohngebiete für 0 weitere Häuser aus. Ist das nicht toll? Oh ja. Ob sich die Straße da lohnt? Also hier wird sich eine Kurve empfehlen, denke ich mal. Nee. Solid Bullshit. Ja, mit so einem kleinen Brückchen dazwischen, warum nicht? Ah, nee, bringt gar nichts. Das bringt gar nichts, das kommt wieder weg. So. Ja, ja, Strom und Wasser kriegt ihr auch noch. Ist ja gut. Oh mein Gott, ist hier viel Wasser. Bauen wir doch mal den Wasserturm dahin, wo er sowieso nichts bringt, also am wenigsten Platz einnimmt. So, künstlerische Note 6-. Was ist los? Sich einfach die Landschaft durch die Straße backt, aber sonst ist alles super. Was ist los? Künstlerische Note 6-, sagte ich. Ja. Na, nee, 5+. Nee. Doch. So, mit einem eleganten Bogen da drin. Das sieht doch auch schon mal ganz gut aus hier. Wir haben keinen Strom hier, der gibt mir einen Auftrag. Komm schon, 50.000 krieg ich dafür. Was, der spielt mit dem Feuer oder was? Nee. Ich dachte, er will mir Geld für mein Kraftwerk geben. Aber hatte er dann doch nicht vor, der kleine Wichser. Könnte ja hier so eine Müllinsel praktisch bauen, aber passt so wenig drauf. Muss ich dann letztendlich doch hier zur Bahn bauen. Nein, das Bogentool wollte ich nicht haben. Sonnenkraftwerk ist auch teuer. Vielleicht sollte ich das nicht einfach sinnlos in die Gegend klatschen. Dann mache ich von hier wieder so ein... Nee, der Bogen soll eigentlich andersrum gehen. Damit ich natürlich möglichst wenig Kreuzungen hier habe, mache ich das Ganze so und hier nochmal weg. 202.000 Einwohner, ey. Aha, klingt auch gut. Ja, aber leider über 573 Verbrecher. Das klingt eher weniger gut. 560 regionale, ey, Hilfe. Es wird nicht an mir liegen. Ich glaube, ich nehme das hintere Vierergebiet einfach komplett für mich alleine. Da habe ich keiner, der mir irgendwie wo was reinfuscht. Nee, das ist auch Schwachsinn. Nö. Habe ich keiner, der irgendwie mit irgendwelchen komischen AKWs rumspielt, der seine Stadt zugrunde richtet. Oder die ganzen Kriminellen auf die anderen Städte losschickt. Aber was höre ich da über mich? Spitzer Winkel. So, jeden Zentimeter hier gut ausnutzen. Prinzip brauche ich da doch noch einen Bogen, der in die andere Richtung geht. Ich finde es ja echt voll gut, dass man seine Landmasse im Prinzip vergrößern kann, indem man ganz am Rand baut. Hä? Doch nicht, nein. Doch nicht sowas. Sowas hier. So schnell wie die Leute bei mir einziehen, da komme ich gar nicht hinterher mit dem Straßenziehen.
durch meine ganzen Kurven und so weiter habe ich so viele komische Hilfslinien hier. So, das sieht doch schon mal ganz nett aus hier. Kann ich ja im Prinzip noch so eine Straße von da oben nicht bis dahin ziehen. So. Da oben ist mir aber auch der Winkel wieder zu spitz. Zu spitzer Winkel. Halt die Klappe. Wenn ich das jetzt so mache und dann von da aus, sieht doch schon besser aus. Auch wenn da jetzt ein Stück mehr oder weniger nicht auf dem Land ist, ist ja egal. So, wie gehe ich jetzt hier sinnvoll an die Inseln ran? Ach, die haben immer noch alle keinen Strom. Ja, in der Nacht Lichtzellen aufladen ist natürlich nicht so praktisch. Windkraftwerk hilft. Nee. Scheiß mal auf Windkraft. Die wollen schon Abwasser? Wollen die mich verarschen? Natürlich. Normalerweise wollen die nie so früh Abwasser. Ach, diese Scheißmörder mal wieder, Nein, danke. Es wird keine Gewerbegebiete in dieser Industriestadt geben. Nicht? Doch. Ein kleines, aber nicht so groß. Los, zeig mir vernünftige Linien an Spiel. Muss ich mir halt meine Linien selber machen. Zu wenig Simoleons. Zweiter Kredit. Warum nimmst du denn so viele Kredite auf, Marcel? Weil ich eine Industriestadt hochzimmer, mit guten Straßen direkt. Aber trotzdem. Das ist nicht gut für deine Bilanz. Welche Bilanz? Ich weiß es nicht. Die ein Minus ist. Nee, 95 plus, ja. Hohoho. Wie gewagt. Gewirtschaftet. Bis jetzt. Ja, ich nehme 1800 ein und 1300 verliere ich durch Kredite. Das ist doch nicht schlecht. Oh, meine Klassen sind überfüllt. Fickt euch. Sobald wir wieder Strom haben, gehe ich online und poste üble Kommentare über diese Stadt. The fuck? Dann gebe ich dir doch erst recht keinen Strom, ey. Geil, richtig. Ich gehe dann wieder online und poste böse Kommentare. Ja, ja, gibt eine Facebook-Seite, ne? Wissen wir. So, ich klatsche ihnen auch ein Abwasser-Endrohr hier hin, damit die ihre Kacke wegspülen können. Ich gleich eine Kläranlage. Wirtschaft, Ingenieur oder Medizin-Uni? Was soll ich bei mir noch anbauen? Keine Ahnung. Adrian, ihr müsst mir sowieso wahrscheinlich die Kacke abnehmen, weil, mein Gebiet besteht ungefähr zu 30% aus Wasser. Die Stadt braucht mehr Strom. Ja, die Energiezellen müssen sich aufladen, Leute. Habe doch Geduld. 208.000 Einwohner, Hilfe. Hier hinten könnte ich im Prinzip die Straße auch nochmal umbauen. So, wann kann ich das nächste machen? Bei 292.640 Einwohnern. Wieso man auf so eine bescheuerte Zahl kommt, ne? Immer noch zu spitz der Winkel. Gibt's auch nicht. Mord in vollem Gange. Nein! Polizei? Hallo? Ah, wer vom Teufel spricht. So, ich denke mal die, okay. Die, Dingsbums. Die Kurven in meiner Stadt werden den Verkehr stark verringern. Also die Verkehrsprobleme.
wunderschön aus deins. Hast du schon geguckt? Ja, es wird schon so komisch angezeigt. Oh, ja, stimmt, du bist ja direkt neben mir. Vor allem, dass man dann trotzdem keine Straßenanbindung hat, ne? Das soll sich vielleicht noch einbinden, dass man vielleicht, sagen wir, 300.000 rausgeben muss, um eine Autobahnanbindung, vielleicht eine zusätzliche Autobahnanbindung in die Stadt einzuführen. Zum Beispiel auf der anderen Seite, dass die Regionen doch vielleicht später alle miteinander verbunden sein können. Wäre sinnvoll. Dein Solarkraftwerk sieht nett aus. Aha. So einzeln da oben. Ich bin bis jetzt nur draußen, denn ich bin noch nicht in deiner Region drin. Petition zum für Gemeindehaus genehmigt. Ist das nicht toll? Toll. Hoher Bedarf an Industriegebiet. Ja, tut mir leid, ich bin noch nicht an der Industrieinsel angekommen. Das Geschäft läuft gut, wir stellen ein. Das Gebäude ist aber zum Abriss freigegeben, danke. Das ist Feuer! Doch geil. Doch, dann züchte ich mal meine Stadt voller Krimineller weiter. Nachdem mein Spiel gerade abgestürzt ist. Keine Straßenanbindung. Oh. Meh. Armes kleines Tuk-Tuk. Ganz ehrlich, was passt überhaupt auf diese kleinen Inseln hier drauf? Keine Ahnung, ich werde nicht sagen. Ich meine, so ein kleines Solarkraftwerk passt da drauf. Gut. Ein AKW auch. Was kann man sonst dahin bauen? Eine ganze Uni? Jetzt hat Marcel die Liebe zu AKWs entdeckt. Nee, aber in einer Industriestadt ist das einfach nur sinnvoll, weil ich da sowieso gebildete Leute brauche. Ja, deswegen. Die Uni werde ich wahrscheinlich am Rand oder tatsächlich auf dieser kleinen Insel hier bauen müssen. Ich warte noch, bis hier bei mir der Reaktor erforscht ist. Danach gehe ich wahrscheinlich dann auch in die neue Stadt rein. Aha. Dann sollte ich hoffentlich... Der Brutreaktor. Hä? Der Brutreaktor. Ja. Das ist der Superteil? Ja. Das ist das Superteil. Das klingt doch geil. Was für ein Rhyme. Upsala. Ich lasse ja, die Polizeikräfte aus Hamburg schützen Tschernobyl. Die Polizeiservice in Bonn hält die Kinder von der Straße fern. Ey, ich will keine Polizei. Sehen. Siehst du mal. So, jetzt habe ich hier so eine ultra-schnieke Holzbrücke gebaut. Warum kann ich die Polizei nicht zurückschicken? Ja, weil wir das Verbrechen an der Wurzel bekämpfen wollen. An der Quelle, Jens. Nicht an der Wurzel. Doch, an der Quelle. An der Wurzel. Doch. Doch, an der Quelle. Ah, ihr werdet die Quelle niemals los, denn sie sitzt auf der anderen Seite des PCs. Oh. Ah. Doch, das könnten wir auch machen. Bloß darauf haben wir keine Lust. Und wie? Wir. Neue Region anfangen ohne dich? Oh. Dann schiete ich mich da rein. Ja. Ja, dann schiete ich mich da rein. Ich weiß zwar noch nicht wie. Ich weiß zwar noch nicht warum. Dann wird, da wird Origin dich zwar bannen, aber egal. Da fahren die ja nie. Nein. 700 Verbrecher! Mal gucken, wie es in meiner Stadt aussieht mit den Verbrechern. 86. Siehst du, ich habe nur 195 Verbrecher pro Tag. An mir liegt das nicht. Natürlich. Halt die Klappe! Kommen alle von Marcel hier. Ja, ja, genau. Das glaube ich auch langsam. Ey, nee, das soll ja jetzt wohl ein Scherz sein, ne? Das ist ein Nachrichten. Gut, dass ich mit den Köln nicht schnell. Hör da auf deinen Fuß. Ich habe 5 Millionen Simoleons mittlerweile. Simoleon. Schick eine Million rüber! Oh ja, yeah, eure Polizeiwagen stecken im Stau fest. Auch zu großer Neigungswinkel, fickt euch doch. Ganz ehrlich, wieso wird gerade das Empire State Building überfallen? Und besser gefragt, wie geht das, wenn das Empire State Building zugemacht ist? Tja. Alter, die Straßen sehen auch immer aus wie eine Achterbahn, ne? Alter, haben die gesoffen? Das ist ein 45-Grad-Winkel, diese Brücke. Die geht steil nach oben.
Ist es bei mir schon aktualisiert worden? Nein, noch nicht. Schade. Egal. Ich glaube, ich gehe jetzt auch in die andere Stadt rüber. Die hier ist mir ein bisschen so kaputt. Ach, wirklich? Ja. Ja, nur geringfügig, ne? Bau wegen eines unangemessenen Straßenabschlusses nicht möglich. Ich bin auch gleich mal wegen eines unangemessenen Abschlusses nicht möglich. So, dann beanspruche ich mir jetzt mal Hohenburg. Hä, wolltest du nicht, bevor du es tust, Hohenburg haben? Wollte ich was tun, Hohenburg? Ja, nee, alles gut. Och Mann, ey, fickt euch doch. Kann ich hier denn wenigstens noch ein Stück ab... Nein. Ich glaub, boah, das Land hier gefällt mir nicht mehr. Ich will ein neues. Nur verstrahlt, das ist gut. Ich kann es nicht mehr beanspruchen. Hammer geil. Was? Ja, ich kann keine Straße setzen. Wie habe ich das denn zu verstehen? Na, du kannst doch, du beanspruchst ein Gebiet doch nur, wenn du eine Straße gesetzt hast, ne? Nein, grundsätzlich. Nee. Beanspruchsautomat. Sobald du beanspruchst, du drückst, hast du das Gebiet. Ich hab's nicht. Eigentlich müsste er direkt in den Ladescreen gehen. Hatte, war ja auch, dann war ich da und konnte aber nichts machen. Aha. Dann auch nicht irgendwie die Stadt gehört mir jetzt oder so. Du hattest nur eine Übersicht, ne? Du bist auf Straße gegangen und da konntest du trotzdem nichts auswählen, ne? Ja. Ja. Das ist ein toller Regionsbug. Genau. Ne, musst uns einfach nochmal neu einladen. Neu einladen? In die Region, ja. Aha. Na, oh, hier steht noch... Das sagt. Hä? Ich sagte, wenn Chefe das sagt. Gib mir direkt Bamberg und ja. Es gibt noch 6 heile Gebäude in meiner Stadt. Oha. Bei mir wird dein Schatz immer noch als komplett ganz angezeigt. Meine? Ja. Wenn du dich sehen würdest. Ich habe immer noch einen Plan, wie groß Industrie werden kann. Also wie breit die breiten Gebäude sind. Jens, du wirst die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist ja gut so. Ich nehme dann Bamberg. Ich will gerade nochmal Hohenburg zu beanspruchen. Na, fahren da jetzt Leute ins Industriegebiet, auch wenn die Anbindung zu meinem Industriegebiet total behindert ist. Na, die treiben gerade die Lamas bei mir zusammen. Bei mir geht nichts. Das ist doch kacke. Du meinst wohl kacke? Ja, kacke ist kacke. La 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 la. Die Straße wird schon als grün angezeigt, wenn ein Auto darüber fährt. Oh, Marcel. Adrian. Ist nicht gut. Oh, really? Oh. Das halte ich auch von. So, Finanzabteilung, ja, lass mal gerade hier alles durch an. Da will ich hier wieder alle Leute nachher versorgen. So, was habe ich bei mir? Wo geht der Wind hier lang? Puste, 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 wo? Ach, alles da unten, das ist wieder schön. Das heißt, Marcel mockt dich voll? Nö, ich mocke Marcel voll. Ah. Mitte über sein Wohngebiet. Moment, das war doch Steuerung, oder nicht? Nee, Shift. Rüstungsabteilung. Für 90 Grad Bögen. Ach so. So, was habe ich denn bei mir? Erz, ein bisschen was Kohle, auch ein bisschen was. Ach so, apropos, weshalb das... Oh yeah, oh! Ich habe mitten in meinem Industriegebiet richtig schöne Ölquelle und unter meinem Gewerbegebiet. Das ist schön. Aha. Dann gehe ich mal in die Städtchen rein. Ich besuche mal deine Insel. Ja, das ist doch mal eine perfekte Straße hier. Die Hilfslinien sind echt genial. Es sieht aus, als hätte irgendein Baby einfach irgendwelche Striche gezogen. Quer durchs Land. Geile Holzbrücken. Das regnet gerade bei dir. Tut es das? Mein Gott! Nee. Wie sieht deine Brücke aus? Ja, was denn? Ich hab doch gesagt, die ist 45 Grad nach unten.
Also auf der würde ich zu gerne da mal langfahren. Aber am besten dann noch mit einem Formel-1-Auto, damit man unangespitzt in den Boden gerammt wird. Natürlich. Leute, es sind hier schon verlassene Häuser. Zu viele Opfer, zu viele Opfer. Was denn für Opfer? Die haben wir mal voll gar nicht gelitten, oder? Ich hab eine Idee. Ich werde in Tschernobyl einen Flughafen bauen, damit die Gangster überall hinkommen. Oh yeah. Tja, leider geht das nur da, wo wir auch einen internationalen Flughafen haben oder selber Flughafen in der Stadt haben. Jens, wo wird der internationale Flughafen entstehen? Aktuell noch nirgendwo. Aber wenn, dann doch höchstwahrscheinlich im Touri-Gebiet, ne? Ja. Das heißt, die Touris werden arm gehen. Also werden ausgeraubt. Ah, toll. Heißt instant, wir müssen mindestens 10 Polizeireviers pro Stadt aufbauen, ne? Ja. Wir das Verbrechen in den Griff kriegen. Lübeck als Industriestadt oder lieber Flensburg? Ich glaube, Flensburg ist besser. Nicht Regensburg. Kommst jetzt auf Regensburg. Wieso nicht? Ja, wieso doch? Boah, wie lange lebt der? So, und jetzt muss ich hier in dieses runde, komische, was auch immer System, wenn man das dann System nennen darf, irgendwie was Eckiges reinkriegen. Ja, Steuerung gedrückt halten sollte man auch noch gerade so schaffen. Ah, jetzt zeigt er mir hier auch mal vernünftige Linien an. Nochmal gerade die Ölquellen. Ja, das ist doch, ne, wie die Faust aufs Auge hier. Was denn? Das passt einfach perfekt mit meinen Straßen überein. Geil, ja, der lädt meine Stadt nicht mehr. Mein schönes Geld. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt schon mit Öl anfange. Achso, ich muss erstmal 7 Industriegebäude unterhalten. Jetzt darf der ich. Der höheren Dingspunkt, oder? Nee. Lohnt es sich überhaupt, 2 Ölquellen zu bauen? Ja, ne? Natürlich. Haben wir schon in der Handelsgedönskammer eine Ölabteilung? Nein. Das ist schlecht. Mein Problem. Ich exportiere aktuell noch kein Öl, beziehungsweise importiere noch kein Öl. Ach komm, ich schätze mal so noch 2 Tage brauche ich, bis es komplett erforscht ist. So, hier kann ja noch Industrie hin und hier auch. Weil da oben das Gebiet ist mir eigentlich noch zu groß. Da könnte ich die Uni hinklatschen. Ist natürlich eine Überlegung wert, weil da ist wirklich viel Platz. Und es wäre mitten im Industriegebiet. Aber erstmal jetzt hier einen kleinen Ölkonzern bauen. Wieso lagert man eigentlich in Garagen Öl anstatt in Tanks? Was ist los? Warum man in Garagen anstatt in Tanks Öl lagert? Hä? Ja, ich könnte genauso gut Tanks hier hinbauen. Aber nein, ich baue Garagen, um Öl zu lagern. Ja. Du mich auch. Zu spitzer Winkel haben die irgendwie alle gelitten hier, oder? Eine ausreichende Niveau des. Ah ja.
Ja, aber so eine Straße geht dann wieder, oder was? Was meinst du? Ja, nee, die Straßenbauer haben hier irgendwie was gesoffen oder so. Ja, jetzt kann ich auch da Pumpen hinbauen, das ist doch gut. Brauche ich nur eine Pumpe, also eine Pumpenseite hier. Hier lohnt sich das doch richtig. Oh, da war gerade fast mein Vermögen komplett weg. 13 Tote am Tag. Straßenbahnen sind etwas für Babystädte. Wir brauchen ein echtes Eisenbahnnetz. Okay. Züge. Ich starte jetzt mal SimCity neu. Aha. Belebt die Stadt immer noch? Ist doch gut. Kann ich eigentlich hier so Bahn und dann so Bahn? Könnte ich tun, ja. Das Verlegen von Schienen über aufgestellten Straßen ist nicht möglich. Du weißt, die können doch auf den Straßenbahnschienen fahren, ne? Die normalen Züge. Die Straßenbahnen können auf den Bahnen fahren, ja. Ja. Und die normalen Bahnen auch. Ja? Ja. Nein. Doch! Schnack doch nicht. Ja, ist aber so. Die normalen so gebaut. Bahnen? Meine ich zumindest. Also, das hat zumindest bei mir so angezeigt. Der hat das, ich musste Schienen in einer anderen Stadt über so eine Straßenbahnschiene drüber legen und da hat er mir die Schienen einfach mitten quer drüber gelegt. Die Fahrzeuge oder die Züge sind auch dann lang gefahren. Okay. Ich kann ja mal gerade eine Dingsbums hier. Also die Straßenbahnen können eigentlich nicht über die Bahnschienen von den Zügen fahren. Nicht? Nee. Außerdem kostet auch ein Bahnhof für Personenverkehr 40.000 und das habe ich momentan einfach mal gar nicht. Aber da ich eine Finanzabteilung habe, kann ich ja sowieso mal die Steuern hier gerade erhöhen. Noch mal ein bisschen. So. Und noch ein bisschen. So, 5200, das ist doch wunderbar. Was will er hier? Ja, ich habe doch schon hier bearbeitet. Was will er denn? Schon 750 Barrel Öl. Ist natürlich jetzt die Frage, was sich mehr lohnt, das Öl einfach zu verkaufen oder selber noch für die Energieerzeugung zu nutzen, ne? Vorübergehend zur Energieerzeugung ist es natürlich praktisch. Ja, aber es liefert 180 Megawatt, kostet mich 864 Barrel Öl am Tag und kostet 856 am Tag. Wogegen das Sonnenkraftwerk momentan noch günstiger ist. Deshalb Handel hier. Okay, Handelsdepot. Moment, da war auch noch Öl, oder? Jupp. Dann kommt das Handelsdepot eben hier hin. Wollt natürlich nur die Industrie. Ja, ich baue es ja auch mitten im Industriegebiet.
Was? Guck mal gucken, was zuerst fertig ist. Ob ich zuerst die 300.000 Einwohner habe oder zuerst der Brutreaktor fertig ist. Wie sagst du, nein, ich kann meine Stadt, Einwohner? Ich kann die Stadt immer noch nicht bebauen. Weil es halt so ist. Na dann. Irgendwann 206.000, der Brutreaktor hängt bei 30%. Ah. Moment, könnte ich jetzt auch eine Bahnschiene von hier ganz hinten bis dahin ziehen? Ja gut, das Abwasserrohr steht da jetzt natürlich im Weg, aber sonst könnte ich das doch sicherlich so verlegen. So ganz knapp da am Rand vorbei, sodass das die Insel noch berührt und dann von der Insel wieder ganz nach oben hin. Dann kann ich da hinten nämlich Umschlagplatz mit Bahnanbindung und Hafenanbindung bauen. Dann ist das hier mein Umschlaggebiet. Versuch's. Tue ich auch. Nur ich habe momentan sowohl Probleme mit kranken Sim als auch mit Feuer. Auch wenn ich gar keine Brände sehe. Zu spät. Aha, Jens. Jetzt kommen Brandstifter aus Köln nach Tschernobyl. Aber weißt du, was ich mich frage? Was? Was wollen sie bei mir noch abbrennen? wirst du sehen. Ich habe kein einziges Gebäude mehr. Wirklich nicht? Nein. Aber ich habe trotzdem noch 4856 Einwohner. Aha, Obdachlose wahrscheinlich alles, ne? Ich weiß es nicht, kann ich ja gleich mal nachgucken. Auf jeden Fall ist das sehr kurios. Nein, ich habe nur ein paar ganz, ganz wenige Obdach. Okay. Egal, was ich gesagt habe. Nimm das nicht so ernst, was ich sagte mit den paar. Ach, das sind Hotelgäste. Hä? Hä? Was? Wie? Wo? Was denn? Hä? Was hast du? Wie? Hä? 163 Hotelgäste steht hier, ne? Ja. Und der Balken ist über einem kaputten Gebäude, was komplett eingefallen ist. Oh, cool! Geil! Oh, ein Krankenwagen kostet 10.000. Oh ja, toll, es brennt. Es brennt. Es brennt. Warum brennt es denn? Boah, wie voll. Was ich gerade überlege, ich könnte die gesamte Stadt rein theoretisch drumherum, um das, um den Atom, um die Verseuchung wieder in Betrieb nehmen. Ah ja. Egal, ich hätte auch keinen gewünschten Effekt. Oh, der verlangt was. Komm, ich baue dir eine Feuerwache und dafür gibst du mir Geld. Die Alarmglocke darf natürlich nicht fehlen. Die Feuerwache habe ich jetzt auch falsch rum aufgestellt. Ist ja auch so, egal. So, guck mal bei Marcel in die Stadt rein. Nein, das wirst du nicht tun. Doch, ich gucke jetzt in Flensburg. Nee. Weil wir verabschieden uns auch schon wieder mit dieser wundervollen brennenden Stadt. Eine Stadt drin? Dann bis zum nächsten Mal, Leute, ne? Ciao. Tschüss.